Herzlich willkommen zur vierten Sitzung von unserem Seminar Funktionelle Neuroanatomie. Im zweiten Teil, heute in diesem... Nochmal anfangen. Wird eben gebildet im Nucleus Coeruleus. Ja, ich muss eh kurz pausen. Wir haben hier ganz spezifische Kerne, die ganz bestimmte Verbindungen zu Colliculum und wurde hier untersucht. Oder eher eine hemmende Wirkung. Wir haben unseres Nervensystems kennenlernen können. Auch bei der Funktion des Nervensystems können wir uns überlegen, wollen wir die feine Struktur oder die grobe Struktur untersuchen. Bei der feinen Struktur, da schauen wir uns beispielsweise Einzelzellableitungen an, also die Aktivität an einzelnen Neuronen. Fläche einhergeht, also mit der Mitte des Kopfes. Das heißt, ich kann hier, um unser auditorisches System zu untersuchen, eine Elektrode genau hier auf die CZ-Position, genau auf die Mitte des Kopfes platzieren und hier dann untersuchen, wie sich das Signal über die Zeit verändert, über den genau wie beim Dopamin haben wir auch hier beim Adrenalin und Noradrenalin unterschiedliche Klassen Schauen wir uns also die erste Klasse von Rezeptoren mal genauer an. Unsere ionotropen Rezeptoren. Also die direkte Übertragung von, oder direkte von CAMP, zyklischer Monoaminphosphat. Dieses eben bekommen. Hier steht die für die Helligkeitswahrnehmung, da sind eben unsere Stäbchen relevant, das nennt man auch unser photopisches Sehen, also hier und diese D führt also zu einer Reduktion der